Aloha, liebe Seaport-Freunde. Ja, das Event geht weiter. Es gibt jetzt eine neue Person, die dazugekommen ist. Und ihr seht, ich habe ein bisschen Eisen gesammelt. Und habe sogar mein Rathaus. Ist es Rathaus? Ja, Rathaus. Bin ich gerade am Erweitern. Das ist also in der nächsten Folge auf Level 12. Da könnt ihr schon mal gespannt sein. Und wir gucken jetzt mal. Warte, ich gucke jetzt erstmal hier, was in der Kiste ist. Ach, Holz. Naja, über Holz freue ich mich nie so. Ach so, übrigens, liked, teilt, kommentiert dieses Video. Das ist bei dem neuen Kanal hier ja ganz wichtig, dass wir ein bisschen Reichweite bekommen, damit das Ganze hier auch Zukunft hat. So, jetzt gucken wir mal eben. Es gibt hier Nelly 2, 1, 2 und 3 und 4. Und hier hinten habe ich sogar auch ein Stück frei. Das sind im Moment, das ist die neue Person, die es gibt. Ich weiß, ich bin hier oben noch nicht ganz fertig beim Jules Verne. Da bin ich bei Level 20. Ist schon eine ganze Menge, muss ich sagen. Und wir sind natürlich fleißig dran. Jetzt weiß ich natürlich nicht, könnt ihr ja mal schreiben, was macht mehr Sinn? Einen nach dem anderen, also erst den hier fertig, den Jules Verne fertig, dann hier unten erst die eine, also sie hier, erst die fertig und dann die Nummer 2 und dann Nummer 3 und dann Nummer 4 und so weiter und so weiter. Oder ruhig alles erforschen. Also ich habe mir persönlich zum Ziel gesetzt eigentlich, alles zu erforschen. Weil beim letzten Event habe ich es nicht geschafft. Und bei diesem Event bin ich mir aber zuversichtlicher, da ich ein paar Kapitäne benutze, die mir ein paar Boni geben. Zum Beispiel so viel Eisen habe ich bekommen, weil ich habe mit der Titanic einen Kapitän, der sehr viel auf einmal abholen kann. Den hatte ich da drauf. Ich habe 1000 Kisten mehr. Das ist eine ganze Menge gewesen. Jetzt gucken wir mal hier. Weil ich habe noch ein paar Diamanten übergehabt und habe ich es einfach gemacht. So, hier gibt es Fisch. Nelly Blei? Blü? Ich weiß nicht genau. 2 von 8 sogar nur. Was? 35.000 Fisch braucht die. Okay, das dauert auch ein bisschen länger. Jetzt gucken wir, was hier noch kommt. Bin mal gespannt. Nur eine Kiste. Eine Kiste, mehr nicht. Ah, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Okay. Dann können wir aber hier, ich weiß gar nicht, haben wir einen Kapitän mit zusätzlicher Besatzung im Moment? Ich muss mal eben gucken. Wir haben nämlich einige. Plus 500 Besatzung. Ich muss gucken, so viele Leute habe ich gar nicht. Deswegen werden wir erstmal die ganz normalen Schiffe schicken und dann gucken wir, ob das überhaupt machbar ist. Weil, also ganz im Ernst, das so viel, so eine große Mannschaft habe ich überhaupt nicht. Jetzt gucken wir mal. Hier mit der 90er holen wir natürlich erstmal den Schatz ab. Schatz ist ganz wichtig. Und jetzt warte ich erstmal. Das, was am Ende überbleibt, das gucken wir dann. Weil das wären ja 500, 600, 700, nee. Doch, 700 Leute? Gottes Willen. Ja, so viel habe ich nicht über. So, die Nina. Ja, ich mache jetzt erstmal hier hinten die Frau. Den ganzen Fisch darüber, weil ich habe jetzt gerade Fisch genug. Fisch habe ich hier wirklich. Oder ich mache den Jules Verne, aber ich glaube, da fehlen. Genau. Kann man eigentlich mal gucken. Fehlen mir für den Jules Verne? Jetzt machen wir erstmal die Kiste. Schatzkisten, immer oberste Priorität. Also übrigens, ich näsel ein bisschen, weil ich habe die Nase zu. Die ganze Zeit auf der Arbeit heute ging es super. Dann bin ich nach Hause gefahren. Ich fahre Roller und bin an einer Wiese vorbeigefahren und seitdem bin ich einfach nur fertig. So, wollen wir mal gucken. 33 Tinte, das ist aber nicht viel. So wenig Tinte ist das jetzt, weil es der Rest war. Habe ich nicht mehr Tinte? Müssen wir mal gucken.
Das wäre ja ein bisschen... Tatsächlich, es ist zu wenig, was die Schiffe dahin bringen. Boah, das ist aber ein bisschen traurig. Also ich bin auch wirklich ganz traurig gerade. So. Ja. Ja, muss ich ja auch dahin. Ja, aber so weh. Ja, okay, 60. Ja. Und nur 30 Mann gehen weg. Also wir können... Ich denke mal, wir schaffen das, dass wir das nehmen können. Jetzt gucken wir hier mal. 90. So, kommen wir dem Ganzen schon näher. Also den Jules Verne kriegen wir auf jeden Fall fertig. Es sind noch 22 Tage Zeit. Also, selbst wenn ich nur eine Aufgabe pro Tag machen würde, wäre ich schon in der Hälfte der Zeit fertig. Das soll nicht das Problem sein. Das Problem sehe ich eher in den Frauen hier unten. Das wird natürlich... Jetzt gucken wir mal eben hier. Da bin ich jetzt auch Level 4 geupgradet. Okay, da mit dem Schiff komme ich nicht dahin. Deswegen wird es nicht angezeigt. Wir gucken mal eben. Also die lasse ich jetzt erstmal weg. Hier, die Frau lasse ich weg und so, ne? Ist uninteressant. Den hier oben lasse ich weg. Ich nehme jetzt wirklich erstmal nur die Frauen hier. Und Jules Verne. Dass wir wirklich das Event rocken. Also diesmal will ich es einfach rocken. Oh, was ist das hier für ein Kapitän? 7 Fahrten. Ah, der ist für die Tinte. Also das Schiff schicken wir Tinte holen. Der Kapitän ist nämlich extra dafür, dass man mehr Tinte abholen kann. Und dann machen wir das. 173 Tinte. Denn da gibt es auch Trophäen. Die hole ich mal eben ab. Ich zeige euch das mal. Event-Trophäen. Solltet ihr auf jeden Fall gucken, welche ihr erreichen könnt. Ich habe jetzt hier eine Event-Trophäe schon geschafft. Und zwar ist das Sammle 3000 Tinte. Dafür kriege ich 18.000 Gold. So, für Sammle 5000 Tinte, da bin ich jetzt schon dran, bekomme ich 5000 XP. Das ist auch eine ganze Menge. Jetzt hier bei Gepäckstücke und Taschenuhren weiß ich nicht, ob ich so viel zusammenkriege. Das ist doch schon eine ganze Menge. So, jetzt haben wir hier Eisenhändler nochmal 8000 und 2000 für Schiffsreisen. Beende 3500 Schiffsreisen, als ob ich so viele Schiffsreisen schon gemacht habe. Vollende 4 Orte. Ja, haben wir auch geschafft. So, jetzt mal gucken. Level up, Level up. Nein, kein Level up. Schade. Schade Schokolade. Gucken wir mal weiter. Jetzt haben wir noch 959 Leute. Also viele kann ich jetzt nicht mehr so einfach rumschicken. Dann wird es schon knapp. Wird schon knapp. Ich brauche mehr Matrosen. Mehr Matrosen. Ja. Die mehr Matrosen. Ach, guck mal hier. Das ist ein Schatz. Den holen wir natürlich. Und ich glaube dann... Ah ne, hier kommt schon wieder ein neues Schiff. Und da auch noch eins. Eieiei, so viele Schiffe immer. Weiß ich nicht, ob das Ganze noch klappt dann. Ah, diese Füller. Das ist das Einzige, was ich nicht so wirklich brauche. Füller. Ich muss mal gucken. 136. Ja. Na gut, ne. Die Füller. Ja, ja. Ist okay. Übrigens, nicht wundern, ich werde dieses Gameplay morgen nochmal hochladen oder heute Nacht. Oder nee, Quatsch. Nein, mache ich nicht. Vergesst es. Hä? Ich denke, ich habe da den Kapitän drin. Moment, jetzt muss ich nochmal gucken. Also Gameplays mache ich unabhängig
von den Let's Plays. Let's Plays, ne, wenn im Titel steht Let's Play, dann immer mit Stimme, dann quatsche ich immer mit euch. Und Gameplay, da ist dann immer ohne Stimme. Aber ihr würdet mich supporten, wenn ihr es trotzdem anklickt und teilt oder so. Oder einfach, ne, ja. Ich will hoffen einfach, dass dieser Kanal auch ins Rollen kommt, weil wenn nicht, wäre es echt schade. Ja, das wäre echt doof. So, ich muss mal eben hier. Zack, zack, zack. Und hier. Ja, da muss jetzt der ich habe doch hier einen Kapitän gehabt mit. Ist der, hier ist ein Kapitän. 1000 Kisten für 3 Fahrten noch. Also der ist ziemlich übel. Der ist ziemlich krass. Hier. 5 Fahrten. 500 Matrosen plus. Ja, den verwenden wir jetzt. Dann haben wir 700 Matrosen. Oh mein Gott. 700 Matrosen. Gut, dass wir gerade so sparsam waren. So. Den setzen wir jetzt hier oben ein. Und. Hä? Was? Sende die Schiffe vom Hafen? Ja. Wollte ich doch. Habe ich das nicht gemacht? Ah, okay. Habe ich nicht gemacht. 700 Matrosen! Oh mein Gott. Ich muss einen Screenshot davon machen. Für das Thumbnail. Also ihr müsst kurz Pause. So, jetzt lädt er sich natürlich. Jetzt sagt er, oh, anderes Spiel. Irgendwo anders eingeloggt und so, ne? Kennt er ja. Oder kann ich jetzt hier losfahren? Nö, geht. Geht's? Nein. Neu laden. Ja, ich hoffe, es hat trotzdem einfach angenommen. Er wird das schon gemacht haben. Wird das schon gemacht haben, denke ich mal. Na komm, na komm. Übrigens hat gestern einer geschrieben, warum lädst du Spiele-Trailer hoch? Ja, den Spiele-Trailer, den ich da hochgeladen habe, ist natürlich von dem Spiel Seaport. Und wo würde der besser passen als hier auf einem Seaport-Kanal? Das ist auch ab jetzt tatsächlich mein Kanal-Trailer. Und deswegen habe ich den hier hochgeladen. Es werden die Tage auch noch ein paar andere Trailer davon kommen. Werde ich einfach so hier und da mal einen hochladen. Hallo, wieso geht denn das nicht? Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Nein, jetzt geht's. So, 700 Leute. Gottes Willen. Und weg damit. Boah. Ja, das ist schon nicht schlecht. Und was habe ich hier für eine Aufgabe? Sammle 700 Steine aus Schiffladungen. Ich glaube aber, ich habe schon heute ein Schiff losgeschickt. Bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Ups. Ups, nee, da auch nicht. Nee. Ach, wir können mal gucken. Können wir irgendein Eventschiff noch kaufen, bevor ich jetzt aufhöre? Nee, können wir nicht. Ich muss Uhren und sowas sammeln. Ja. Uhren. Tinte. Habe ich halt nicht. Habe ich vergessen. Doch. Hier. Nein, zurück. Hier, das Schiff können wir kaufen, das machen wir auch. Da haben wir auch schon eins von. Saint Michel. Die kaufen wir jetzt. Da. So. Denn wir kaufen ja jetzt alle Eventschiffe immer, weil die können ins Museum, die kleinen Schiffe. Weil die kosten nicht viel im Aufleveln. Aber das machen wir in der nächsten Folge und ich bin jetzt raus. Ciao.